Na, Männer, alles klar? Jawohl, Herr Karl! Nach gut 30 Tagen auf See haben wir folgende Situation. Konvoi HX haben wir aufgestöbert. Wir hatten einige Kontakte in der letzten Folge und auf den haben wir uns jetzt eben so ein bisschen fokussiert. Und ja, es ist an der Zeit abzutauchen. Die haben, was wir bislang sehen konnten, mindestens 3 Zerstörer Außensicherung. Könnte also unangenehm werden. Wir sind, denke ich mal, noch weit genug von entfernt, aber wir wollen natürlich nichts riskieren. Deswegen gehen wir jetzt auf Seerohrtiefe runter. Und dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Druckluftreserven sind geladen. Batterie auch ausreichend. Damit sollten wir schon klarkommen. 84% Batteriekapazität. Also, das geht schon alles in Ordnung, denke ich mal. Auftauchstation. Turmlok ist zu. Fluten. So, Rotlicht werden wir nicht benötigen. Wir schalten auf Blaulicht um. Kreiselkompass ist sowieso aus. Sonstige Geräuschquellen. Das geht schon in Ordnung. Okay, wir haben ja einige Zaunkönige an Bord. Die werden jetzt sicherlich zum Einsatz kommen. So, der Kommandant, der kriegt jetzt erstmal hier ordentlich Koffein in sein System gepumpt. Und zwar nicht zu knapp. Der darf sich hier mal am Giftschrank bedienen. 1, 2, 3. Kaffee auf Ex. Aber den brauchen wir jetzt einfach bei voller geistiger Leistungsfähigkeit oder so ähnlich. So, Kommandant geht ans Angriffsperiskop. Der gute Hagenau geht. Wieso geht das nicht? Den würde ich gerne ans Beobachtungsperiskop stellen. Wieso geht das nicht? Bestätigt. Geht's jetzt? Jetzt geht's. Sehr wohl, okay. Herr Kaloy. So, Wagner ist einigermaßen fit. Der kriegt auch noch einen zugeteilt. Was macht die alle? Sind die alle vorgewärmt, hoffe ich doch. Okay. Zweimal Zaunkönig, zweimal T3. Und hinten haben wir nur Zaunkönige, sind hoffentlich auch vorgewärmt. Okay, das sieht alles ganz gut aus. Ich denke mal, wir sind ganz gut vorbereitet. Dann pirschen wir uns mal an. An der Stelle keine schlechte Idee, vielleicht nochmal kurz zu speichern, bevor es ernst wird. Wieso ist eigentlich keiner am Horchgerät? Was ist denn los? So. Okay. Da ist die Außensicherung. Und hier vorne fahren auch 2 weg. Ich überlege gerade, vielleicht wäre es gar nicht so doof, erstmal auf die andere Seite rüber zu schippern. Ich habe ja keinen blassen Schimmer, wie viel Außensicherung die haben. Vielleicht ist die andere Seite einfach die bessere Seite, um einen Angriff zu fahren. Wir gehen mal auf große Fahrt. Allzu schnell dürften die nicht unterwegs sein. Es ist immerhin ein ziemlich großer Konvoi. Wir haben noch nicht herausgefunden, wie viel insgesamt. Es dürfte nicht allzu wenig sein. Und hier hinten ist halt auch noch. Also da ist definitiv, würde ich mal behaupten, auch noch ein weiteres deutsches U-Boot dran. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier rüberkommen. Könnte dann schon genügen. So, wir müssen auch direkt ein bisschen auf die Luft achten. Ich denke mal, jetzt können wir auf jeden Fall noch guten Gewissens die Ventilation einschalten. Und wenn wir wirklich in ernsthafte Schwierigkeiten geraten sollten, wir haben ja auch noch Kaliumabsorber mit an Bord, also das geht schon alles in Ordnung. Zu Befehl. So, jetzt nehmen wir mal ungefähr so eine Position ein. Und dann gehen wir auch runter mit der Fahrt. Lange nicht mehr gehabt, die Situation. Ich bin relativ angespannt. Okay, da kommt der erste Frachter. Es ist nicht gut, dass der Kommandant gerade so... Der Kaffee hat auch nicht allzu viel gebracht. Den müssten wir eigentlich schlafen legen, aber... Es hilft nichts, da müssen wir jetzt durch. So, Zerstörer, Zerstörer, Frachter, Frachter.
legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. 3 Kilometer Entfernung. Oh, oh, und da ist die Korvette. Okay, da, also das kann ich jetzt schon prophezeien, das wird wirklich unangenehm. Also ich tendiere, also ich neige wirklich dazu, einfach mal grob so einen Kurs zu setzen und Zaunkönige rauszuhauen. Ja, beziehungsweise, nee, nee. Solange wir auch noch T3 in den Rohren haben, versuchen wir das mit gezielten Kursen. Die Korvette macht mir halt ein bisschen Sorgen. Ja, ich weiß auch nicht, sollen wir auf die Frachter gehen? Und dann abtauchen, weil ich meine, alle Kriegsschiffe hier zu versenken, das ist relativ utopisch. Und da haben wir dann auch gar nicht mehr genügend Torpedos, um überhaupt noch auf Frachter zu gehen. Ich bin gerade immer noch ein bisschen unschlüssig. Und das ist natürlich auch nicht allzu günstig. Aber hier wäre halt schon so eine kleine Lücke, wo wir auf jeden Fall auf diese Frachter hier operieren könnten. Und da muss ja auch noch mehr kommen. Da kommt ja jetzt noch deutlich mehr. Das sind mindestens... Da ist ein deutsches U-Boot direkt schon dran. Feindlicher Zerstörer. Und noch ein Zerstörer. Boah, haben die viele Kriegsschiffe dabei. Das gibt's ja gar nicht. Was machen wir denn? Ich meine, wenn er jetzt hier auch auf den Konvoi operiert. Ja, wir könnten schon auf die Zerstörer gehen. Aber wenn die jetzt natürlich aufgeschreckt werden durch den Kollegen hier hinten, dann werden die auch schnell anfangen, ihren Kurs zu ändern. Aber wir rechnen auf jeden Fall schon mal hier auf den Kollegen, solange das geht. So. Und der kommt auch gleich hier in Sichtweite. Also den hier vielleicht mit dem T3 angreifen. Und den möglicherweise sogar auch. Oder den hier drüben. Kapitän? Eins, zwei... Okay, das sind schon... Da ist einiges dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Schiffe. Und davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kriegsschiffe. 7 Kriegsschiffe. Der hat gerade seinen Kurs gewechselt. Der hier hat auch ein bisschen beigedreht. Die fahren halt keine gerade Linie. Das wird super schwer, die anzugreifen. Und bei ihnen? Also bei ihm habe ich noch die größte Hoffnung, ehrlich gesagt. Torpedo ausrichten, Herr Kaloy. Ich glaube, die sind jetzt schon aufgeschreckt durch den hier, oder? Können wir hier eigentlich irgendwas erkennen? Ist da vielleicht irgendwas schon in die Luft gegangen? Hat der schon einen Angriff gefahren? Aber ich glaube, das würde man auf der Karte auch erkennen. Oh, das sieht aber durchaus bedrohlich aus. Ach du Scheiße. Kein gutes Bauchgefühl heute. Wirklich nicht. Na schön. Versuchen wir mal ruhig zu bleiben. So, der hat jetzt auf jeden Fall abgedreht. Der geht auf Jagd, der will sich den hier holen. Und hier hinten, bei dem hier sieht es genauso aus. Die haben Kurs auf den hier gesetzt. Wir könnten uns tatsächlich auf die beiden Zerstörer hier vorne konzentrieren. Angst speichern. Boah, das dauert. Torpedokurs berechnen, Herr Kaloy. Wir könnten uns tatsächlich auf die beiden Zerstörer hier vorne konzentrieren. Wollen Sie es hier besser? Er will den Zerstörer angreifen. Verrückt bei dem Weg. Es wird nur einfach zu lange dauern, bis wir hier Kurse zustande bringen. Oder wir konzentrieren uns doch auf die Frachter. Ich meine, die fahren halt immer noch entspannt voraus. Und die beiden hier, würde ich behaupten, die operieren auf dieses U-Boot hier. Was haben wir hier noch? Das sind alles Frachter. Also Korvetten sind abgelenkt, der Zerstörer ist auch abgelenkt. Und hier ist halt praktisch eine kleine Lücke. Da können wir den tödlichen Pass spielen. Schaut's mit der Sichtbarkeit aus? Alles okay soweit. Ich denke, es macht doch mehr Sinn, auf die Frachter zu gehen, weil das sind ja die eigentlichen Ziele. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Das hier ist der hier. Kapitän?
Und das wäre dann der hier. Schauen wir mal, ich bin selbst sehr gespannt. So, er kann auch noch mit auf den Frachter rechnen hier. Torpedokurs berechnen. Ja, und die Zerstörer halt dann mit den T5 oder T7 sind es, glaube ich. Wasserbomben. Ja, da geht schon los. Ja, ist halt genau über dem jetzt. Kann man das eigentlich, können wir uns das vielleicht ganz kurz ansehen? Ja. Der heizt dem jetzt hier ein. Können wir uns überhaupt mal einen kleinen Überblick verschaffen hier. Da gehen die Wasserbomben hoch. Wir sollten schon zusehen, dass wir die Gunst der Stunde nutzen, solange die hier abgelenkt sind. Man helfen können wir dem sowieso nicht. Der wird jetzt hier ordentlich behakt. Und zum Glück gilt das nicht uns. Spannend, spannend. Ich hoffe, das mit den Torpedokursen geht jetzt einigermaßen voran. Na schön. Wasserbomben. Die halten immer noch Kurs, fahren voraus. Hier sind wir bei SS-Kommandoren. 23%, das geht mir alles zu langsam. Aber ich will jetzt auch keine Beschleunigung anmachen. Das machen wir möglichst... in Echtzeit hier die ganze Geschichte. Vielleicht mal ein bisschen ändern die ihre Kurse. Wasserbomben. Wasserbomben. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, der hat jetzt echt ein Problem hier, der Kollege, ne? Oh, der sinkt, oder? Ja, wobei. Aber knapp über Meeresgrund. Und das bringt mich natürlich gerade auch zu einem Thema. Wie tief ist es hier eigentlich? Das sieht wahrscheinlich nicht so gut aus hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gott, hoffentlich hören die das nicht. 124 Meter. Na gut, okay. Könnte schlimmer sein. Frachter, 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 Frachter. Okay, jetzt geht hier ein bisschen was voran zumindest mal. Torpedokurs berechnen. Und jetzt lassen wir ihn auf den hier drüben rechnen. Und das werden unsere gezielten Schüsse mit den üblichen T3-Torpedos und dann blasen wir einfach die Zaunkönige raus. Die beiden, die wir vorne drin haben, dann werden wir eine Drehung machen. Und ich glaube, aktuell können wir sowieso mal stoppen. Vielleicht sollten wir sogar eher, ja, wir sollten ein Stückchen zurücksetzen, glaube ich. Weil, also, uns haben sie ja noch nicht entdeckt. Torpedo ausrichten. Herr Kaloy. Für den hätte ich gerne nur noch eine Torpedolösung hier drüben. Wasserbomben. Wasserbomben. Der lebt noch, ja? Ja, ich gebe dem jetzt auch keinen Befehl. Der soll machen, was er für richtig hält. Okay, hier vielleicht mal kleiner Fahrt zurück. So, was machen die Kurse? 87, also den könnten wir angreifen. Herr Kaloy. Torpedokurs berechnen. Er ist halt relativ weit entfernt. Ob das was wird, weiß ich nicht. Aber die Zaunkönige müssen ja schon einiges treffen. Ich meine, das ist ja Fire and Forget. Wer nicht weiß, wovon ich überhaupt die ganze Zeit rede mit den Zaunkönigen, die haben halt ein akustisches Suchsystem und suchen sich ihre Ziele selber grob in die Richtung feuern und irgendwas werden sie dann schon treffen. Kapitän. Und bei so vielen Zielen werden sie irgendwas treffen. So, shit.
Ich glaube, die haben abgelassen von ihm. Also gut für den Kameraden hier natürlich, aber jetzt sind die halt sozusagen nicht mehr gebunden. Bringt uns wieder in Gefahr. Es dauert so verdammt lang. Ich gebe denen jetzt hier noch maximale, naja, nicht ganz maximale, aber ich gebe ihnen noch ein bisschen Unterstützung in der Hoffnung, dass dann ein bisschen besser geht mit den Kursen. Ein bisschen schneller einfach. Das ist Mist. Großer Mist ist das hier mit den 50%. Irgendwo in der Richtung sind die Korvetten unterwegs. Das müsste auch noch ein Frachter sein hier drüben. Das ist auf jeden Fall noch ein Frachter. Und da haben wir Kriegsschiffe. Der kommt schon bedrohlich nahe hier, der Kollege. Eieiei. So, wie schaut's aus? Alle Maschinen stopp. Herr Kaloy. Jetzt kommt der natürlich auch hier bedrohlich nahe. Entdeckt sind wir definitiv noch nicht. Ich will eigentlich nicht mehr näher ran. Ich riskiere das jetzt einfach. Torpedo. Mit 65%. Ich probier's. So, und zwar die letzten T3, die wir hier noch haben. Weiß gar nicht, ob wir noch Reserve haben. Rohr 3. Rohr 3 bewässert. Los. So, und sofort auf den anderen schießen. Welcher ist es? Der hier oben. Rohr 4 bewässern. Rohr 4, los. So, und jetzt setzen wir einfach nur ungefähr so Kurs. Wir schauen kurz, was passiert und dann hauen wir die T5 raus. Dann drehen wir uns und hauen noch weitere zwei T5 raus. Schauen wir mal, was das Torpedo hier so macht. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Oder? Könnte knapp vorbeigehen. Könnte knapp vorbeigehen. Oh. Shit. Oh, da hat er nur ein halber Meter gefehlt. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Ja, wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, dann erwischt er den hier unten. Aber okay. Zeit für die T5. Die werden schon irgendwas treffen. Wie funktioniert das denn überhaupt? Na gut, irgendwen muss ich wahrscheinlich anvisieren trotzdem, oder? Warte mal, wir schießen mal ungefähr in die Richtung hier. Oh, das geht nicht. Ach, muss ich Kurse berechnet haben. Dann feuern wir jetzt einfach mal auf den. Rohr 1 bewässern. Rohr 1, los. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. So, interessant, der nimmt jetzt... Okay, geht natürlich erstmal hier auf Kurs. Dann müssen wir vielleicht nochmal schnell irgendwie so ein bisschen Kurs berechnen. Zumindest, dass wir hier grob so die Richtung hinkriegen. Welcher wäre das hier hinten zum Beispiel? Ah, ist außer Sichtweite. Dann schauen wir mal, dass wir den hier irgendwie... Also nur, dass wir ein paar Informationen sammeln, weil sonst können wir halt nicht schießen. Das ist der hier. So, der hat getroffen. Der ist ins Leere gegangen. Er hat jetzt seinen Kurs auch, der hat ihn jetzt geändert, ne? Der ist ja ursprünglich ist er auf den hier gegangen, jetzt hat er sich den hier als nächstes Ziel gesucht.
So, reicht das vielleicht schon? Nee. Es muss wahrscheinlich mindestens in den gelben Bereich kommen. Dann darf hier mal irgendwer immer, also nochmal einen weiteren Kurs berechnen. Torpedo ausrichten, Kapitän. Einfach nur, damit wir schießen können. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Da müssen wir eh zusehen, dass wir hier schnell dann auch gedreht, also drehen. So, können wir jetzt schon was machen hier? Sie gehen unter. Gut, einer säuft wenigstens ab. Das ist schon mal gut. Was macht eigentlich das andere U-Boot? Also er hat es tatsächlich überlebt. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal ein deutsches U-Boot hier. Also die haben schon alle Hände voll zu tun hier, die Kollegen. Also ich denke mal, dass auf jeden Fall der Kurs hier gelb werden muss. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Weil auf den scheint sich jetzt der Zaunkönig ausgerichtet zu haben, wie mir scheint. Ja, so. Den Kleinsten sucht er sich raus. So, bin gespannt, was jetzt passiert. Er müsste eigentlich jeden Moment einschlagen. Okay. Okay. Geh wieder in die Kartenansicht zurück. Wir rechnen auf den hier unten. Ne? Dann sollten wir das vielleicht mal ein bisschen bündeln hier. Torpedo ausrichten. Können immer noch nicht feuern. Rohr 1 wird nachgeladen. Und ist nachgeladen. Ausgezeichnet. Ab wann wird es denn gelb? Ah, immer noch nicht. Ah, wir verlieren kostbare Zeit hier, Leute. Torpedokurs berechnen. Alle Maschinen stopp. Schneller, schneller! Also noch haben die ja absolut keinen Plan, wo wir uns befinden. So, jetzt ist es gelb. Das muss doch jetzt... Das geht immer noch nicht. Wir haben nicht genug Informationen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass man die T5 nicht einfach so abfeuern kann. Das ist ärgerlich. Und ich glaube, grün wird es halt erst ab 50. Rohr 4 geladen. Legen Sie den Kurs an. Noch mal ein bisschen zurücksetzen hier. Geht immer noch nicht. So, was machen die Kriegsschiffe? Ja, die sind natürlich jetzt schon auf der Suche. So, aber ab 50... Okay, jetzt geht's. Dann raus mit dem Ding. Ach shit, jetzt haben wir hier noch... Jetzt haben wir einen T3. Der ist nicht vorgewärmt. Die sind nicht vorgewärmt. Die sind mit Nachladen beschäftigt und wärmen jetzt aktuell wieder vor. Das ist allerdings ein T3. Okay. Dann müssen wir einen gezielten Schuss machen. Ein bisschen umdisponieren. Schaut's denn aus? Auf den... Ah, auf den hatten wir sowieso schon gerechnet und sind aktuell in perfekter Schussposition. Dann warten wir jetzt schnell, bis... Torpedo vorgewärmt ist. Herr Kaloy? Der Torpedo, sagt man, glaube ich. Okay, der wäre fertig. Dann nehmen wir den. Rohr 4 bewässern. Schussdistanz, das dürfen dann so ungefähr 1,5 Kilometer sein. Knapper Kilometer. Das ist schon okay. So. Mal ein bisschen nachjustieren. Rohr 4, los. Okay. Kursänderung, weil bis die Aale wirklich jetzt alle vorgewärmt sind, wir haben ja, wir müssten ja hinten noch, die müssten ja vorgewärmt sein. Und das sind T5. So, Kurs haben wir.
berechnet für... Torpedo ausrichten. Bei dem sind wir schussbereit. Dann drehen wir uns jetzt. Und ich muss auch leider Gottes mal ein bisschen lüften. Dann drehen wir uns jetzt. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. So, das schauen wir uns natürlich an hier. Das sieht gut aus. Da ist der Aal. Das sollte ein Volltreffer werden. Er ist halt auch wieder relativ klein, oder? Naja, wobei geht sogar. Er ist irgendwie so ein Mittelmaß. Sind nicht die ganz kleinen, aber immerhin. Minimale Schäden, ja bravo. Mein Auftauchen ist sowieso keine Option, die mit der Bordkanone dann noch irgendwie zu verhackstücken. Wir sind auch relativ sichtbar, sehe ich gerade. Schaut's hier aus? Geht noch. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Okay. Das sollte funktionieren. Rohr 5. Die anderen sind jetzt zum Glück auch wieder vorgewärmt. So, G7E. Rohr 5, los! So, und dann müssen wir uns wieder drehen. So. Dann bräuchten wir natürlich für die verdammten T3 nochmal einen Kurs. Ich meine, auf ihn könnten wir jetzt nochmal schießen. So ist es nicht. Ich glaube, das machen wir auch. Weil dem fehlt ja praktisch noch gar nichts. Aber irgendwann werden die uns halt entdecken. Das wird nicht ewig so gut gehen. Schauen wir mal. Bisschen näher dran vielleicht sogar. Das ist doch der G7. Irgendwas muss der treffen. So, und wir schießen auf ihn. Mit einem T3 vorgewärmt ist er. Rohr 1 bewässern. Rohr 1, los. So, hier haben wir ein G7, hier haben wir nochmal ein T3. Also, was machen wir mit dem T3? Hier haben wir einen ziemlich guten Kurs schon berechnet. Dann rechnen wir jetzt auf den hier. Auf die Europa. Alle Mann auf die Europa rechnen. Und der schlägt gleich ein. Sehe ich das richtig? Na komm schon. Da sieht man auch schön, wie die halt auf die Schrauben gehen, ne? Weil logischerweise gehen die per Akustik dann auf die Schrauben. Feindliches Schiff wurde getroffen. Treffer. Wo? Da hinten. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ein T3 haben wir ja aktuell noch im Wasser. So, der zackt natürlich, könnte schwierig werden. Und der wird sicherlich auch angefangen haben zu zacken, aber wir hauen jetzt einfach alles raus, was wir haben. Kapitän, Torpedokurs berechnen. Sauerstoff sieht gut aus, Ventilation ausschalten. Die macht mir ein bisschen Sorgen hier, die Korvette. Ein bisschen große Sorgen sogar, wenn ich ganz ehrlich bin. 10 Sekunden bis Einschlag. So, das muss jetzt reichen. Und ich würde sogar sagen, ja, wobei, wir hauen die jetzt beide raus. In der Hoffnung, dass sich der G7 dann eben sein eigenes Ziel sucht. Und der sollte ja gemäß Kurs laufen. Und raus damit. So. Und dann abschließend, wir haben noch einen Torpedo. Fürs Heckrohr. Wieso kümmert sich da eigentlich niemand drum? Was ist los mit euch, Leute? Seid ihr mit denen total bescheuert? Oder ist gerade irgendjemand an den Torpedos? Nee. Oder haben wir schon alles verschossen? Kann das sein? Kann schon sein. Will ich jetzt nicht ausschließen. Aber hier müsste doch noch eine... Nee, wir haben doch nichts mehr. Das war's.
Okay, dann schauen wir jetzt, was passiert und dann... Ne, alles leer. Dann hoffen wir mal, dass wir hier irgendwie gut rauskommen. Möglichst am Stück. Doch, hier ist noch einer. Komm, bitte verladet den halt. Macht das jetzt irgendjemand? Das macht jetzt ernsthaft der Kommandant. Scheiße. Das kann ich das auch nicht rückgängig machen, oder wie? Gut, dann muss der Hagenauer jetzt halt ans Angriffsperiskop. Ist auch kein Drama. Können wir den Bäcker zweckentfremden und dann irgendein Periskop setzen? Nee, geht nicht. Na schön. So. Der ist auf die Korvette gegangen. Und Treffer. Nicht schlecht. Ich glaube, den hat's übel erwischt. Den hat's übel erwischt. Da bleibt nichts übrig. Säuft direkt ab. Einer weniger. Schwere Schäden am Rumpf. Er ist immer noch nicht fertig. So. Der dürfte auch treffen. Das sieht ganz gut aus. Ist doch ein ganz schönes Schlachtfeld geworden, Leute. Der ist zumindest ein bisschen dicker hier. Und immer noch unentdeckt. Ausgezeichnet. Treffer mittschiffs, der war nicht schlecht. Hätten die Torpedotiefe wahrscheinlich ein bisschen verändern sollen. Das wäre nicht unklug gewesen. Gar nicht dran gedacht. So, wie sieht's denn aus? Rohr 5 ist geladen. Treffer. Minimale Schäden. Und gedreht haben wir uns auch schon wieder. So gut wie. Das heißt, wir sind eigentlich wieder in Schussposition. Wärmt mir jetzt vielleicht jemand das verdammte Torpedo nach vor? Wieso kümmert sich keiner um die Torpedos? Hier, jetzt. Kriegt gleich Verstärkung dazu, der Kollege. Einer säuft ab. Ja, hier. Den hat es jetzt auch erwischt. Ausgezeichnet. Und dann sehen wir zu, dass wir den letzten Aal auch noch raushauen. Und dann machen wir uns vom Acker. Mehr können wir nicht tun. Auftauchen, Bordkanone mit den letzten 5 Schuss. Ich glaube ja nicht. Die haben wir mal also einen echt ganz, ganz miesen Job gemacht. Die Zerstörer kurven hier seit Ewigkeiten rum. Die Korvette ist hier drüben. Der schaut irgendwie hier hinten nach. Na komm, dem geben wir jetzt auch noch einen Angriffsbefehl hier, oder? Angriff und zwar auf den hier. Sie überlassen. Doppelschuss auf den Dicken. Die anderen Einzelschüsse. So. Also. Wir haben den Kollegen, den Allerwertesten, zugewandt. Und sobald er hier vorgewärmt hat, hauen wir den Aal raus. Sehen zu, was passiert und dann schauen wir, dass wir hier wegkommen. 15. November 1941. Jetzt sind wir doch schon eine ganze Weile unterwegs. Wie lang eigentlich insgesamt? Moment mal, steht doch immer hier irgendwo. Okay, 30 Tage. Also wenn sich da mal nicht jeder eine halbe Flasche Bier verdient hat, dann weiß ich auch nicht. So. Und dann kommt er wieder rein in die gute Dame. Rohr 5 ist somit fertig. Okay. Strategische Karte. Ich würde halt ganz gerne so ungefähr Richtung den hier abfeuern. Der scheint mir schon ein bisschen dicker zu sein. Ne? Aber okay, jetzt keine Rosinen picken. Auf den haben wir sowieso noch den Kurs gesetzt. Rohr 5. Bewässern. Torpedotiefe 2. Wir gehen noch ein bisschen tiefer. 2,5. Rohr 5. Los. So. Na. Für wen entscheidet er sich?
Ich glaube, er hat einfach noch kein Ziel erfasst, oder? Jetzt ändert er den Kurs. Wir können unseren Kurs eigentlich direkt so beibehalten. Da kommen wir schön raus aus der ganzen Nummer. Können uns nach Norden absetzen. Mehr können wir jetzt sowieso nicht mehr tun. Wir betrachten unser Werk natürlich noch. Kapitän. So. Ha, genau, den brauchen wir auch nicht mehr. Den können wir jetzt eigentlich auch direkt wieder an den Kartentisch setzen. Sichtweite kann uns egal sein. Kommandanten, den wecken wir nochmal auf. Der hat sich natürlich mitten im Konvoi. Gehen wir mal ein bisschen schlafen. Fühle mich gerade nicht so gut. Okay, aber er ist ja auch wirklich platt gewesen, der Kommandant. Vor dem Angriff schon. Kaffee hat nicht mehr allzu viel gebracht. Und wenn dann die Wirkung vom Kaffee nachlässt, dann ist er halt... Er ist trotzdem keine Entschuldigung. So, schauen wir mal. Stängel ausfahren. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. So, wo sind sie denn, unsere Kunden? Das ist der Zerstörer. Hält er auf uns zu? Wir sind nicht entdeckt. Nee, der fährt weg von uns. Ah, wisst ihr was? Wir gönnen uns einfach die Außenansicht. Und sehen mal zu, dass wir das Schlachtfeld hier ein bisschen überblicken. Wir haben die eh einigermaßen dezimiert. Das müsste einer der Zerstörer sein, die hier vorausfahren. Als würde nichts geschehen. Zwei U-Boote sind dran gewesen. Und auch ein bisschen Tonnage rausgeballert. Schau mal, wen es erwischt. Welche Schwänderl hätten's denn gern? Jetzt reißen wir euch den Arsch auf. So schaut's nämlich aus. Noch sind wir die Jäger. Also der Zaunkönig lässt sich Zeit mit seiner Entscheidungsfindung. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße, der geht... Das ist ein Bumerang geworden. Sehe ich das richtig? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe gelesen, dass sowas passieren kann. Also nicht im Spiel, sondern in der Realität, dass sowas passiert ist. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. 20 Meter. Werden wir jetzt von unserem eigenen Torpedo hier... Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, er wechselt seinen Kurs wieder. Dann stoppen wir das Ganze mal. Wir gehen natürlich nicht so tief. Wir gehen auf 70 Meter. Willst du mich verarschen? Ich meine, der hätte doch jetzt hier irgendeinen von denen anpeilen müssen. Die sind doch nicht so weit entfernt. Was haben wir denn hier? Ja, knapp 2 Kilometer. Hätte ich da näher dran müssen? Kann natürlich sein, dass das jetzt einfach in die Hosen geht. Irgendwann hat der ja keinen Sprit mehr. Irgendwann ist halt Ende Gelände. Aber jetzt scheint da irgendwie den hier ausgewählt zu haben. Übel. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Also was kann ins Auge gehen? Obwohl wir nur auf kleiner Fahrt sind. Ja, wahrscheinlich ist es ratsam, dann tatsächlich die Maschinen zu stoppen. Bloß keinen Lärm machen. So, jetzt dreht er wieder ab. Es ist vielleicht auch so eine Art Suchkurs. Ich habe ja keine Ahnung, wie die Dinger funktioniert haben. Ob der dann eine Weile irgendwie in dieselbe Richtung schippert und wenn er kein Ziel erfasst, dann dreht er sich nochmal um 90 Grad oder wie auch immer. Aber hier müsste er doch langsam in den Bereich kommen. Der ist nicht allzu weit entfernt. Ich höre Torpedos. Er legt sich mit dem Zerstörer an hier drüben. Okay, jetzt wird es wirklich interessant hier. Okay, schauen wir mal, ob da was trifft. Cool, cool. Ja, die sind natürlich auch ein bisschen wahnsinnig. Viererfächer aus nächster Entfernung hier. Das geht jetzt alles daneben natürlich. Oh Mann.
Die guten Aale. Die sind alle daneben gegangen jetzt, glaube ich. Und jetzt kriegt das natürlich, jetzt kriegt er die Abrechnung. Das war ja extrem schlau, was der hier gerade fabriziert hat. Also ich bin ja auch nicht der beste Kaloi, aber... Also damit hat er sich, glaube ich, jetzt sein eigenes Grab geschaufelt, oder? Völliger Wahnsinn, was der da macht. Oh Mann. Und der kommt schon wieder zu uns. Tiefer. Und alle Maschinen stopp. Haben wir sonst noch irgendwas Lärmentwicklungsmäßiges? Nee. Oh Gott. Scheiße. Wasserbomben. Wasserbomben. Kaffee am Arsch hier. Unruhige Zeiten, ne? Ja, die treffen auch nichts. Das werden da ist nicht mal ein Glückstreffer zu erwarten. Aber hier, das ist halt wahrscheinlich auch nochmal ein deutsches U-Boot. Also hier ist schon so ein kleines Rudel zumindest dran. Aber das, ich fürchte irgendwie, das wird nichts mehr mit dem G7 hier. Was macht denn der? Und wie tief ist der eigentlich? Hält der die, also wenn er die Tiefe hält, dann ist ja alles gut. Ja, okay. Das scheint schon der Fall zu sein. 2,5 Meter haben wir eingestellt. Ich denke, da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Aber... Der fährt halt irgendwie nur im Kreis. Wir bleiben trotzdem auf 100 Meter. Gibt ja keinen Grund, weiter hochzugehen. Beobachten können wir das Ganze auch so und... Aale keine mehr. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, das wird nichts mehr mit dem. Okay, ich denke, jetzt können wir auch mal speichern. Und dann lassen wir es einfach ein bisschen schneller laufen und schauen mal, wie sich der Rest entwickelt. 2 haben wir auf jeden Fall versenkt. 3 sogar. Ich glaube, das müssten alles unsere Treffer gewesen sein. Ist also ganz okay. Oh, was ist mit der Korvette? 16% Ortung. Seriously? Na gut, wir sind schon gestoppt. Also wir machen aktuell keinerlei Lärm. Wir haben keine Lärmentwicklung. Und wir sind auf 100 Meter Tiefe. Oh, 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 haben die uns angepinkt? Kann das sein? Jetzt kann es doch nochmal unangenehm werden. Haben wir eine Ästhetikortung? Wir gehen nochmal ein bisschen tiefer. 120 Meter. 100 Meter. Maschinen bleiben aus. Und absolute Ruhe im Boot, Männer. Ich habe mich sehr, sehr sicher gefühlt während dem ganzen Angriff eigentlich. Nicht, dass das jetzt doch noch in die Hose geht. Ganz ruhig, Männer. Sieht ein bisschen verschwitzt aus, die Kollegen hier. Ganz ruhig bleiben. Nur nicht durchdrehen. Sehr gut. Keine Ortung. Kein Schraubengeräusch zu vernehmen. Wie sieht's aus? Es knarzt ein bisschen im Gebälk. Da fällt mir eins ein. Ich glaube, dass wir schon ganz unten sind, oder? Fast. 20 Meter noch unter Kiel. Na gut, haben wir uns praktisch fast auf Grund gelegt. Okay, hier sind wir auch wieder... Ich glaube, wir sind raus, oder? Oh, nee, überhaupt nicht. Aber sie haben uns, glaube ich, nicht, zumindest jetzt aktuell nicht erfasst. Er kommt schon bedrohlich nahe. Was macht eigentlich der Zaunkönig? Ist der mittlerweile... Dem ist wahrscheinlich der Saft ausgegangen, oder? Und er will es halt nochmal wissen. Er geht jetzt wieder dran. Muss man ihm zugute halten. Nee, Zaunkönig ist jetzt auch weg. Also der hat nichts gebracht. Dann müssen wir jetzt zusehen, dass wir irgendwie rauskommen. Ja, ich meine, im
Endeffekt einfach liegen bleiben und warten, bis die Show hier vorbei ist und die hier alle über uns hinweggelaufen sind. Ich meine, jetzt können wir gerade nicht ausbrechen. Die Korvette, das ist mir zu heikel. Ich würde natürlich gerne nach hier raus. Links oben sozusagen. Er hat jetzt seinen Kurs auch geändert. Also irgendwie haben sie es schon... Bin mir nicht sicher, ob sie nicht doch eine Ahnung haben. Oh, da ist die zweite Korvette. Könnte mal unangenehm werden für uns. Nicht der beste Zeitpunkt, aber wir tun es trotzdem. Zum Glück, also das sieht noch alles gut aus. Sauerstoffreserven müssen wir uns aktuell keine Sorgen machen. Batteriekapazität ist auch top. Da, da, da. Warum haben die uns wirklich doch angepeilt? Weil er hat sich jetzt auch auf den Weg gemacht. Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Aber wir legen uns... Moment mal, wir haben ja auch noch... Täuschkörper. Wir nehmen mal welche auf Tasche hier. Ich meine, die könnten wir jetzt natürlich... Wäre gar kein so schlechter Zeitpunkt, die Dinger rauszublasen. Und dann nach hinten absetzen. So einen Kurs legen, Täuschkörper raus. Ja, mir wird das hier zu heikel. Und jetzt sind wir noch handlungsfähig. Wenn die Wasserbomben kommen, dann wird's eng. Wie schaut's denn eigentlich mit den... Okay, die sind voll. Echt? Obwohl wir so viele Torpedos ausgedrückt haben. Das wundert mich gerade ein bisschen. Das geht doch auch über die Drucklufttanks. Puh. Wie sollen wir's machen? Ja, ich denke... Ich nehme tatsächlich Täuschkörper. Sonarwellen, Herr Kaloy. Scheiße. Sonarwellen, Herr Kaloy. Jetzt reißen sie uns den Arsch auf. Ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, bevor die Bomben kommen. Täuschkörper raus. Wenn die Dinger aktiv werden, kurz mal auf AK gehen. Einfach nur, damit wir hier wegkommen. Einer sollte hoffentlich reichen. So, das Ding macht jetzt Lärm. Kurs ist gesetzt. Wir ändern auch nochmal die Tiefe ein bisschen, wenn die uns jetzt eh schon angepeilt haben. Und dann gehen wir Gas. Schauen wir mal, was passiert. Versuchen uns hier nach hinten abzusetzen. Noch ein Stück. Und auf kleine Fahrt gehen. Dann müsste er hier auch gleich wieder was zu hören bekommen, beziehungsweise der wird mal schnell ausgetauscht hier. Ruhepause und er geht ans Horchgerät. Vielleicht besser in die Richtung absetzen. Jawohl. Kleiner Angstschiss vielleicht. Okay. Deutlich besser. Wie sieht's aus? Ich glaube, sie haben die Peilung wieder verloren. Ich habe auch den Eindruck, also die Wasser, es kam ja gerade Wasserbomben. Die sind, glaube ich, auf den Täuschkörper gegangen. 100. Sehen wir zu, dass wir uns hier einfach rausschleichen. Nichts zu hören. Das sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Mhm. Nur er macht mich ein bisschen nervös. Aber die gehen jetzt auch gar nicht mehr so wirklich auf den Täuschkörper. Ich meine, der ist ja schon noch aktiv, ne? Schauen wir mal, ob wir hier wegkommen.
sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Okay, und er löst uns sozusagen jetzt ab. Ja, ein bisschen lebensmüde ist er schon. Okay, der Täuschkörper hat sich pulverisiert. Oh, da hat sich ein Seewolf hat sich herauskristallisiert. Ausgezeichnet, wollte ich sagen. Okay, wir setzen uns noch ein Stück ab. Ich denke, wir sind raus aus der Nummer. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Ich denke, wir können sogar schon... Ja, okay, wir müssen mal hier ein bisschen ventilieren. Und er stürzt sich halt mitten ins Getümmel. Zerstörer, Zerstörer, da sind die beiden Korvetten. Naja, der lässt nicht locker. Aber ich meine, wir können nichts mehr machen. Wir haben keine Torpedos mehr. Wir müssen zusehen, dass wir die Mannschaftsteile nach Hause bringen. Und das Boot natürlich auch. Genau, das werde ich jetzt auch tun. Wir sind raus aus dem Getümmel. So, ein Feigling hat sich herauskristallisiert. Ja, die werden jetzt natürlich schon ein bisschen nervös hier in der Situation, ne? Kann ich ihnen kaum verdenken? Muss ich jetzt eigentlich einen überwältigen? Ne, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, der hat sich einfach nur eingenässt oder sowas. Ach doch, muss ich. Na gut, das ist Chefsache. Nicht, dass der uns jetzt hier wieder... Passt, ist überwältigt, ne? Müsste klar gehen. Ist natürlich nicht ideal jetzt hier so mit der fallenden Moral, aber mir ist das ehrlich gesagt immer ganz recht, weil sich dann einfach die Charaktere herauskristallisieren. Ja, einen Seewolf haben wir dazu genommen, zwei Feiglinge, die fliegen dann sofort, wenn wir zu Hause sind, wieder vom Bord. Kriegsgericht und so. So. Horst Weber, ausgerechnet Horst! Eigentlich ein guter Mann gewesen bis dato. Aber ist natürlich unentschuldbar. So. Okay, ich denke, wir können zumindest mal auf Seerohrtiefe aufsteigen. Den Seebär, den können wir uns natürlich mal ansehen hier. Guter Mann. Sehr guter Mann. Dieter Meier. Er sieht auch aus wie ein Seewolf. Ganz stark. Wie spät haben wir es eigentlich? 80. Ventilation kann man natürlich wieder ausmachen. 16.04 Uhr. Okay, also noch gut Tageslicht. Auftauchen wird noch nicht drin sein. Sehr gut. Also, ich würde sagen, die Angelegenheit ist soweit erledigt. Da dürfte nichts mehr schief gehen. Wir gehen jetzt erstmal auf Seerohrtiefe, schauen, dass wir uns weiter davon schleichen und dann setzen wir Heimatkurs. Okay, ich gehe schon mal in den Turm hoch. 30. Und dann machen wir uns mal ein Bild von der Lage. Auf Seerohrtiefe. So, irgendwo hier so in dem Bereich müssten sie alle rumdümpeln. Irgendwo da hinten. Wir haben uns ja ziemlich in einer geraden Linie von denen davongeschlichen. Da ist schon mal nichts mehr zu erkennen, das ist schon mal gut. Okay.
Ja, bestens. Bestens. Ich denke, wir sind raus aus der Nummer. 30.000 hat die ganze Aktion hier nochmal gebracht. Und da war doch ein paar Standortmeldungen, glaube ich, waren auch dabei und sowas. Aber das dürfte... Ich bin mal gespannt. Ich habe nicht auf die Tonnage geachtet, aber ich glaube, das dürfte schon ein bisschen was gewesen sein. Ja, sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Halbe Fahrt. Wir können es uns, denke ich, leisten. Die haben keine Ahnung, wo wir sind. Ja, die haben wir schon ein bisschen dezimiert hier. Nicht so schlecht. Okay. Ich denke mal, dann sind wir raus aus der Nummer. Wir tauchen auf. Jawohl, Herr Kaloy. Und setzen Heimatkurs. Und dann gibt es aber definitiv für jeden eine halbe Flasche Bier. Oder vielleicht sogar eine ganze. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie viel noch da ist. Frage Uhrzeit. 16:39. Wir können umschalten. Lenzen. Ja, wir lenzen mal. Sorgen für Druckluft. Mannschaft sieht wieder ganz entspannt aus. Die haben sich sogar schlafen gelegt. Wechseln auf Dieselmotor. Du kochst mal hier ein feines Süppchen, Kollege. Die Männer haben es verdient. Wir spendieren ein bisschen Dosenbrot. Sind ja keine Unmenschen. Und los weg hier. Ich halte es nicht mehr aus. Sehr gut. Also, ich bin bis hierhin, wenn jetzt keine unangenehmen Dinge mehr passieren, vollkommen zufrieden mit der Feindfahrt. Gute Ausbeute. Nichts passiert. Einmal wurde es vielleicht ein bisschen brenzlig, aber im Nachhinein betrachtet, ist das auch alles wirklich sehr, sehr entspannt verlaufen. Ein paar Feiglinge an Bord, ein Seewolf, passt schon, alles gut. Okay, Leute, ich setze Heimatkurs. Und dann sehen wir uns gleich hoffentlich wohlbehalten in La Rochelle wieder. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Gut, nach 32 Tagen, fast 33 Tagen auf See und doch einiges an Tonnage, was wir mitgenommen haben. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich habe da jetzt wirklich nicht mehr drauf geachtet. Kommen wir am Abend des 17. November 1941 wieder in La Rochelle an. Und dann schauen wir mal. Sollte sich gelohnt haben. Davon gehe ich aus. Kleine Info vielleicht am Rande an der Stelle zum Abschluss der Folge. Kann sein, dass jetzt erstmal wieder eine Woche oder möglich, also im schlimmsten Fall sogar zwei Wochen kein U-Boot erscheint. Ich habe da gerade so ein bisschen Zeitprobleme. Kann aber auch sein, dass es ganz normal weitergeht. Nur schon mal der Hinweis in eigener Sache. Nicht, dass ihr euch wundert, falls mal ein Wochenende oder zwei jetzt nicht geschippert wird. Schauen wir mal. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie weit die neue Version schon gediehen ist. Also das werde ich mir im Anschluss alles mal ein bisschen genauer durchlesen. Die ist ja bereits in der Testphase und wird dann auch irgendwann live gehen in die stabile Version, denke ich mal. Sollte nicht mehr allzu lang dauern. So. In Schlangenlinien geht es hier an die Anlegestelle. Okay, dann schauen wir mal, was der BDU zu sagen hat. So. Und eine vernünftige Mission für die nächste Aufnahmesession wäre mir natürlich auch noch ganz gelegen, muss ich sagen. Würde mir gelegen kommen. Ich habe immer noch nicht diese Gibraltar-Geschichte gemacht. Und also die kam halt jetzt auch einfach ewig nicht mehr, diese Mission. Also schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Mal sehen. Das ist der falsche, ne? So. Sprich. Beim BDU wird Ihre letzte Patrouille. Ja, da kann man auch beeindruckt sein. So. Es gibt ein paar Auszeichnungen. Günter Becker. Da steht mir bloß dran, Jungs! Hier kommt in die Zeitung! Ritterkreuz für Klaus Hagenau. Beziehungsweise, nee, noch nicht ganz. Fehlt noch ein bisschen was. Und der Herr Kaloyn. 500, 400 fehlen noch zum Ritterkreuz mit Eichenlaub. Okay. So, jetzt schauen wir nochmal. Echt, nicht mehr. Ich hätte mit weitaus mehr gerechnet, um ganz ehrlich zu sein. 44.329 Bruttoregistertonnen. Okay, ist sicherlich nicht so schlecht.
Aber ich hatte echt mit ein bisschen mehr gerechnet. Schauen wir doch mal, was war da so alles dabei? Ja gut, Livingstone, Sunset Park mit knapp 2,2, das ist natürlich nicht allzu viel. Es waren halt einfach, naja, bis auf den hier, den Colling Dock, keine wirklich dicken Brocken dabei. Die Korvetten, da steht gar keine Tonnage dabei. Der war nochmal ein bisschen besser, okay. Ja, schlecht war es trotzdem nicht und ich muss sagen, dieser Konvoi, der war wirklich erfrischend. Das hat richtig Spaß gemacht. Da auf so einem großen Konvoi zu operieren, hat sich auch interessant entwickelt, wie ich finde, dann im Zusammenspiel mit diesem anderen U-Boot noch, auch wenn der in meinen Augen nicht ganz dicht war, der Typ, aber... Okay, schauen wir doch gleich mal. Also hier ist jetzt aktuell eigentlich nichts Vernünftiges dabei. Spionage. Ja, habe ich halt schon einmal gemacht, hat mir wirklich nicht allzu gut gefallen. Fand ich, offen gesagt, ein bisschen langweilig. Und Operationsgebiete, ja gut, das wäre natürlich ein spannendes Operationsgebiet, weil es wirklich direkt um die Insel herum ist. Aber ich mach erstmal den ganzen anderen Kram. Werde das Boot neu beladen und so weiter. Mannschaft auf Landurlaub schicken und dann schauen mal. Irgendwann gibt es ja auch wieder andere Befehle zur Auswahl. Und vielleicht haben wir ja diese Gibraltar-Geschichte nochmal dabei. Das wäre cool. Das würde ich gerne in Angriff nehmen. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Wie gesagt, wundert euch nicht. Könnte sein, dass jetzt mal nochmal ein, zwei Wochenenden nichts passiert in Sachen U-Boat, aber es wird sicherlich früher oder später weitergehen. Also, ihr seid entlassen. Ab auf Landurlaub. Für jede halbe Flasche Bier habt ihr euch verdient. Bis dahin und macht's gut.